Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht weiter mit Dr. Paul Mason, einem australischen Arzt, der sich der ketogenen Ernährung verschrieben hat und diese auch seinen Patienten empfiehlt. Die Frage heute ist, welche Rolle spielt die Ernährung in Zeiten des Coronavirus? Link zum Originalvideo und auch Informationen über Dr. Paul Mason findet ihr in der Beschreibung. Circa 15% der Corona-Fälle sind sehr ernst, der Rest hat keine oder milde Symptome. Vorerkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herzkrankheiten und Bluthochdruck entscheiden über den Verlauf der Krankheit. Diese Vorerkrankungen erhöhen das Risiko, einen schweren Verlauf zu erleben oder gar an der Krankheit zu sterben. Und ein hoher Prozentsatz der Infizierten mit Diabetes oder Herzkrankheiten landet auf der Intensivstation. Das Alter macht im Prinzip nur einen Unterschied, wenn man die Vorerkrankungen nicht berücksichtigt. Denn immer mehr junge Menschen mit Vorerkrankungen erleben einen ähnlichen Verlauf und ähnliche Komplikationen wie die Alten. Das Risiko ist also bei einem gesunden 80-Jährigen niedriger als bei einem vorbelasteten 60- oder 40-Jährigen. Worauf es ankommt, ist die metabolische Gesundheit. Achten sollte man auf Blutzucker, Blutdruck, Triglyceride, HDL-Cholesterin und Körperfett. Und vor allem das Bauchfett. Das Fett zwischen den Organen. Eine Abweichung von der Norm ist ein Hinweis auf Diabetes und Herzkrankheiten sowie eine eingeschränkte Immunabwehr. Das metabolische Syndrom, da werde ich auch Informationen verlinken, hat dramatische Auswirkungen auf Infektionen und damit auch auf Covid-19. Alles beginnt mit Insulinresistenz. Wer meine Videos kennt, ist mit dem Ausdruck Insulinresistenz vertraut. Wer sie nicht kennt, kann sich schlau machen in meinen anderen Videos. Unser Körper stellt Insulin her, ohne würden wir sterben. Bei der Insulinresistenz wird der Körper resistent gegen die Wirkung des Insulins. Da die Glukose, der Zucker, nicht im Blut bleiben kann, wird immer mehr Insulin produziert und Insulinresistente haben demnach immer höhere Insulinwerte. Die Insulinresistenz führt zum metabolischen Syndrom mit den genannten Symptomen und dieses zu den Komplikationen bei Infektionen zum Beispiel. Insulinresistenz wird verursacht durch zu viele Kohlenhydrate in der Nahrung. Dies verursacht eine Insulinüberproduktion. Weniger Kohlenhydrate führen zu einer Verbesserung der genannten Symptome. Alle genannten Symptome. Die meisten Erwachsenen haben es mit dem metabolischen Syndrom zu tun, auch wenn sie nichts davon wissen. 12% der Amerikaner sind metabolisch gesund, 88% haben es demnach mit dem metabolischen Syndrom zu tun. Bei den unter 40-Jährigen sind weniger als ein Viertel gesund, bei den 40- bis 59-Jährigen sind es 9% und bei den über 60-Jährigen nur noch 2,1%. Sichtbare Zeichen des metabolischen Syndroms sind Fettleibigkeit, vor allem das Bauchfett, das Viszeralfett, Fibrome, das sind Hautanhängsel, siehe Beschreibung, da könntet ihr Bilder sehen. Acanthosis nigricans, Dunkelverfärbung der Haut, habe ich auch schon drüber gesprochen, findet ihr alles in der Beschreibung mit Bildern. Ödeme am Schienbein können ein Hinweis sein auf diese Probleme, wenn man mit dem Finger auf die Haut drückt und es bleibt eine Delle zurück, dann deutet das auf eine Wasseransammlung hin, ein Ödem. Und das ist ein Hinweis auf ein beginnendes Herzversagen. Druckstellen von Socken können ebenfalls ein Warnzeichen sein. Coronaviren werden normalerweise durch Tröpfcheninfektion übertragen. In einem feuchten Milieu können sie also besser überleben als in einem trockenen. Die Infektion beginnt oft mit einem Kratzen im Hals und Fieber. Gelangt das Virus in die Lungen,
kann es sich dann im ganzen Körper ausbreiten und für einen schweren Verlauf sorgen. Das Virus braucht eine Eingangspforte in die Zellen und dieses ist ACE2, das angiotensin-konvertierende Enzym 2. Das ist ein ziemlicher Ausdruck, findet ihr auch in der Beschreibung. Insulinresistenz und Typ-2-Diabetes vervielfachen die Zahl dieser Eingangspforten, nicht nur in den Atemwegen, sondern auch im Herz, der Leber und anderen Organen. Rauchen erhöht das Risiko, vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, damit aufzuhören. Sobald das Coronavirus in die Zellen eindringt, benötigt der Körper Hilfe vom Immunsystem. Insulinresistenz beeinträchtigt aber die Immunabwehr und führt zu einer herabgesetzten Immunreaktion. Wichtig, dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse den überhöhten Blutzucker durch Überaktivität ausgleicht, bleiben die Werte, die Blutzuckerwerte auch bei insulinresistenten Menschen Jahre und oft Jahrzehnte lang im Normalbereich. Also die Bauchspeicheldrüse leistet eine wahnsinnige Arbeit, aber irgendwann gibt sie auf und dann kommt die Diagnose Diabetes, weil sie es nicht mehr schafft, so viel Insulin zu produzieren, dass der Blutzucker aus dem Blut abtransportiert wird. Hoher Blutzucker ist also nicht das erste Warnzeichen, sondern eines der letzten. Glucose bindet sich an Killerzellen und macht sie handlungsunfähig. Killerzellen sind ein wichtiger Teil des Immunsystems und mit lahmgelegten Killerzellen kann man keine Infektion bekämpfen. Einer italienischen Studie zufolge waren 35,5% der am Coronavirus erkrankten und verstorbenen Patienten Diabetiker. Insulinresistenz und andere Vorerkrankungen nicht mitgerechnet. Die gute Nachricht, mit einer Ernährungsumstellung kann man die Blutzuckerwerte sozusagen über Nacht verbessern. Kohlenhydrate liefern den größten Teil des Blutzuckers. Ohne Kohlenhydrate kein hoher Blutzucker. Ohne hohen Blutzucker keine Insulinresistenz. Und ohne Insulinresistenz kein Diabetes. Diabetiker halbieren schon nach zwei Tagen ihre Medikamente und in 2 Wochen den nüchternen Blutzucker. Die meisten brauchen nach kurzer Zeit gar keine Medikamente mehr. 50% der Teilnehmer in Langzeitstudien, die sich kohlenhydratarm ernährten, galten nach 2 Jahren nicht mehr als Diabetiker, verglichen mit 0% bei anderen Ernährungsformen mit medikamentöser Behandlung. Nicht nur der Blutzucker, sondern auch die Triglyceride und das HDL-Cholesterin bewegen sich bei einer Low-Carb-Ernährung in die richtige Richtung. Die bei einer Low-Carb-Ernährung steigenden LDL-Cholesterinwerte sind kein Problem. Nein, das sind sie wirklich nicht. Deshalb zählt LDL nicht zu den offiziellen Kriterien für die Bestimmung des metabolischen Syndroms. Und der Grund, warum es egal ist, ob LDL steigt, ist, dass es egal ist. Weil hohe LDL-Werte nicht nur keine nachteiligen Auswirkungen haben, sondern uns sogar schützen. Eine Meta-Analyse von 19 Kohortenstudien mit 68.000 Teilnehmern wies eine negative Relation zwischen LDL-Cholesterin und Gesamtmortalität nach. Also, je höher LDL, desto niedriger das Gesamtsterblichkeitsrisiko. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was uns seit 40 Jahren erzählt wird. Cholesterin hat auch bei Infektionen eine schützende Wirkung. Menschen mit den niedrigsten LDL-Werten haben das höchste Risiko, bei einer Infektion einen gefährlichen Verlauf zu erleben. Bei Älteren zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen niedrigen LDL-Cholesterinwerten und erhöhter Sterblichkeit infolge einer Infektion. Eine Studie mit mehr als 30.000 Erwachsenen ergab, dass die Teilnehmer mit den niedrigsten LDL-Werten ein um 30%
höheres Risiko hatten, bei einer Infektion einen unkontrollierten Verlauf zu erleben, als die Teilnehmer mit den hohen LDL-Werten. Eine weitere Meta-Analyse bestätigte, dass hohe LDL-Werte sich schützend gegen Tod durch Infektionen auswirkt. Ein höherer Cholesterinspiegel inklusive HDL und LDL hat also bei Infektionen eine schützende Wirkung. Ein niedriger Cholesterinspiegel erhöht nicht nur das Infektionsrisiko, sondern das funktioniert auch umgekehrt. Infektionen senken den Cholesterinspiegel. Bei Autopsien an Corona-Opfern wurde dies zweifelsfrei nachgewiesen. Infektionen und Cholesterinwerte stehen in einem engen Zusammenhang. Dies ist seit mehr als 100 Jahren bekannt. Infektion hoch, Cholesterin niedrig. Mit zunehmendem Schweregrad der Infektion sinkt der Cholesterinspiegel weiter. Sobald der Patient sich erholt, steigt der Cholesterinspiegel wieder. Fettleibigkeit verdreifacht das Risiko, am Coronavirus zu erkranken. Von 383 Krankenhauspatienten waren 43% entweder übergewichtig oder fettleibig. Ich habe da ein Interview gesehen mit einer Krankenschwester, die auf einer Intensivstation Corona-Patienten betreut. Und diese sagt, dass alle Patienten mit einem schweren oder tödlichen Verlauf entweder übergewichtig oder fettleibig waren. Alle, ohne Ausnahme. Impfstudien haben gezeigt, dass Gesunde mit einer deutlich besseren Immunantwort auf Krankheitserreger reagieren als Übergewichtige und Fettleibige. Wenn Fettleibigkeit das Immunsystem beeinträchtigt, müssten sich viele Menschen Gedanken machen, weil in unserer westlichen Welt mehr als 2/3 der Erwachsenen übergewichtig oder fettleibig sind. Die gefährlichste Art von Fettleibigkeit ist natürlich das Fett im Bauchraum, das sogenannte Viszeralfett, also das Fett, das die Organe umschließt und das auch von außen nicht unbedingt so sehr sichtbar ist. Es gibt sehr viele Schlanke mit hohem Viszeralfettanteil und diese wissen gar nicht, dass sie auf einem Pulverfass sitzen. Zwischen Viszeralfett, Insulinresistenz und Diabetes gibt es einen direkten Zusammenhang. Jedes Kilo Bauchfett verdoppelt bei Männern das Diabetesrisiko, bei Frauen vervierfacht es das Risiko. Die gute Nachricht, wer abnimmt, verliert als erstes dieses unerwünschte Bauchfett. Schon ein paar Kilo weniger auf der Waage bringen eine massive Verbesserung bei der Gesundheit. Viszeralfett im Bauch. Viele Menschen, die dieses Problem haben, haben auch mehr Fett in der Zunge. Und die Folge ist eine Schlafapnoe. Das sind diese Atemaussätze beim Schlafen. Die dickere Zunge vergrößert die Gefahr einer Blockade der Atemwege, wenn im Schlaf die Halsmuskeln entspannen. Eine Schlafapnoe verfünffacht die Gefahr, auf der Intensivstation zu landen. Gewichtsverlust vermindert nicht nur das Bauchfett, sondern auch das Fett in der Zunge. Und viele Schlafapnoe-Patienten brauchen nach der Gewichtsabnahme keine Atemmaske mehr. Zwischen 2003 und 2018 gab es 62 randomisierte, kontrollierte Studien, die das Ziel hatten, den Gewichtsverlust bei einer fettarmen Ernährung gegenüber einer kohlenhydratarmen Ernährung zu vergleichen. In dem Teil der Studien, die zu einem statistisch signifikanten Ergebnis kam, verlor die Low-Carb-Gruppe deutlich mehr an Gewicht. Dieses Ergebnis lässt sich beliebig reproduzieren. Will heißen, dass das Low-Carb immer gewinnt, wenn verschiedene Ernährungsweisen verglichen werden. Weitere Erkenntnisse aus diversen Studien: Gewichtsverlust verbessert das Immunsystem und die Funktion der T-Zellen erheblich. Auch Fasten verbessert das Immunsystem und die Funktion der Killerzellen und Antikörper. Schon die Minnesota Starvation Study von Ansel Keys konnte nachweisen, dass man eine Infektion der Atemwege in fastendem Zustand besser übersteht. Man sollte es kaum für möglich halten. Dagegen führt eine große Menge an Kohlenhydraten, vor allem Getreide,
Nach einer Fastenperiode oft zur Entgleisung einer latenten Infektionssituation. Im Zusammenhang mit künstlicher Ernährung hat dies ebenfalls eine Bedeutung. Auch hier führt das Fasten zu einem deutlich besseren Ergebnis als eine künstliche Ernährung. Die Auswirkungen eines Gewichtsverlusts auf das Immunsystem sind nicht ausreichend dokumentiert. Viel zirkulierendes Insulin verhindert den Zugriff auf die Energie aus der Nahrung und bei einer Low-Carb-Ernährung stehen dem Körper täglich 300 Kalorien mehr zur Verfügung als bei einer fettreduzierten Ernährung. Dies entspricht einer Stunde Fahrradtraining. Menschen mit Bluthochdruck haben bei einer Corona-Infektion eine 6%ige Mortalitätsrate, verglichen mit ca. 0,1 bis 0,3% bei der Durchschnittsbevölkerung. Die Ursache für Bluthochdruck ist nicht der Salzverzehr, sondern die erhöhten Insulinwerte infolge einer Ernährung mit zu vielen Kohlenhydraten. Insulin bewirkt, dass im Körper Salz gespeichert wird. Es gibt immer mehr Menschen mit hohem Blutdruck, Hypertension. Bluthochdruck ist gefährlich. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Ernährungsumstellung. Eine Studie mit 100.000 Teilnehmern kam zu dem Ergebnis, dass das Mortalitätsrisiko bei weniger als 10 bis 15 Gramm Salz pro Tag dramatisch zunimmt. Also das Risiko zu sterben nimmt dramatisch zu, wenn man weniger als 10 bis 15 Gramm Salz pro Tag isst. Studie mit 100.000 Teilnehmern. Eine Blutzuckersenkung verbessert die Gesundheit und das Immunsystem. Weniger Kohlenhydrate, weniger Blutzucker. Eine gute Idee in Zeiten einer Pandemie. Ein Langzeit-Glucose-Messgerät gibt interessante Einblicke über den Verlauf der Blutzuckerwerte über einen Zeitraum von 2 Wochen oder länger. Man erfährt so mit einem Gerät, wie der Blutzuckerspiegel sich wann bewegt, vor der Nahrungsaufnahme, nach der Nahrungsaufnahme, nachts, vor dem Sport, nach dem Sport. Ich habe das gemacht, ich habe das getestet und darüber werde ich auch ein Video machen. In absehbarer Zeit. Es empfiehlt sich, die Kohlenhydrate durch andere Nahrungsmittel zu ersetzen, was nicht schwierig ist. Es gibt genug Auswahl an eiweiß- und fettreichen Lebensmitteln, die viele wichtige Nährstoffe enthalten und lange satt machen. Achtung, verzichten sollte man auf alle Pflanzenöle. Alles, was flüssig in einer Flasche verkauft wird, bitte lasst die Finger davon. Fette, die in kaltem Zustand fest sind, wie Butter, Schmalz, Rindertalg, Entenfett, sind immer die bessere Wahl. Pflanzenöle sind aufgrund ihrer Doppelbindungen auch in kaltem Zustand flüssig, was die Oxidationsneigung fördert. Oxidation bedeutet, sie werden schnell ranzig. Außerdem produzieren sie beim Erhitzen sehr viele toxische Stoffe, aber sie sind auch in kaltem Zustand nicht unbedenklich. Es dauert nur Tage, bevor sie ranzig werden und viele sind schon ranzig, bevor sie in Flaschen gefüllt werden. Und eins der bekanntesten dafür ist das geliebte und beliebte Leinöl. Gesättigte Fettsäuren, also tierische Fette, sind immer die bessere Wahl. Zu diesem Ergebnis kommen auch zahlreiche Studien und Meta-Analysen. Interessante Ergebnisse aus 3 großen Doppelblindstudien aus der Vergangenheit. Die Sydney Diet Heart Study 1966 bis 1973 war eine Doppelblindstudie an Männern, die den Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Fettsäuren untersuchte. Obwohl die Studien alle Anforderungen erfüllte, wurden die Ergebnisse erst 40 Jahre nach dem Ende der Studie veröffentlicht, nachdem jemand die in Pappkartons in irgendeinem Keller hinterlassenen Unterlagen gefunden hatte. Das Ergebnis war, dass die Mortalitätsrate in der Pflanzenfettgruppe um 62% höher war als in der Tierfettgruppe. Das hat den Forschern und Wissenschaftlern scheinbar nicht gefallen, dieses Ergebnis, und deswegen landete das alles irgendwo in einem Keller.
1968 bis 1973 fand die in Minnesota eine randomisierte Doppelblindstudie statt an 9000 Männern und Frauen, die ebenfalls pflanzliche Fettsäuren mit tierischen verglich. Auch hier wurden die Ergebnisse 16 Jahre später veröffentlicht und selbst zu diesem Zeitpunkt waren die Daten unvollständig. Warum dieses Zögern? Der inzwischen verstorbene Verantwortliche hat es so formuliert: Wir haben die Studie nicht veröffentlicht, weil die Ergebnisse so enttäuschend waren. So viel zur Wissenschaft. Die Studie wurde also nicht veröffentlicht, weil sie nicht die erwünschten Ergebnisse gebracht hatte. Interessant ist vielleicht, dass Ansel Keys, der Vater der Herzernährungshypothese, bei dieser Studie eine führende Rolle gespielt hatte. Ansel Keys. Ansel Keys hat aufgrund seiner nachweislich falschen Ernährungsempfehlungen bis heute mehr Menschen auf dem Gewissen als Stalin, Mao und Hitler zusammen. Tja, man soll es kaum für möglich halten. Aber so ist es tatsächlich. Glücklicherweise fand man auch bei der Minnesota-Studie die Rohdaten irgendwann und so wurden 2016 endlich die korrekten Ergebnisse veröffentlicht, die aussagen, dass Pflanzenöle zwar die Cholesterinwerte senken, die Mortalitätsrate aber erhöhen. Anders ausgedrückt, die Teilnehmer mit den niedrigsten Cholesterinwerten hatten die höchste Sterblichkeitsrate. Die dritte Studie ist die weltberühmte Women's Health Initiative Study mit über 48.000 Frauen, die den Erfolg einer fettarmen Ernährung untersucht hat. Die Ergebnisse sind der letzte Sargnagel für die Low-Fat-Theorie, also die Theorie der fettarmen Ernährung. Man erhält beim Lesen zwar zunächst einen ganz anderen Eindruck, denn die Verantwortlichen haben das einzige statistisch signifikante Ergebnis in der Hoffnung, dass es niemandem auffällt, irgendwo in der Obskurität des Zahlengewirrs verschwinden lassen. Aber wer genau hinschaut, stellt fest, dass es in der Gruppe, die sich fettarm ernährte, ein 26% erhöhtes Herzinfarktrisiko gab. Diese drei Studien belegen sehr deutlich, dass eine fettarme Ernährung und der Verzehr von oxidierten Pflanzenölen mehr schadet als nutzt. Und aus was bestehen die meisten unserer Fertigprodukte heute? In den USA wahrscheinlich noch mehr als hier, aber hier ist es inzwischen auch nicht mehr sehr viel anders. Fast alles, was man in einer Verpackung kaufen kann, enthält sowohl Pflanzenöle als auch Zucker. Und wenn nicht Zucker, dann Dinge, die anders genannt werden, wie Molasse oder Glucose, Fructose-Sirup oder wie auch immer, aber das ist alles Zucker. Und vor allem diese Kombination Pflanzenöle und Zucker in einem Produkt ist sehr, sehr ungesund und sehr bedenklich. Ja, also eine fettarme Ernährung und der Verzehr von oxidierten Pflanzenölen schadet mehr, als es nutzt. Auch Fischöl ist oft schon vor dem Abfüllen ranzig. Das sollte denen zu denken geben, die sich Fischöl kaufen in irgendwelchen Pillen oder Kapseln und denken, sie tun sich was Gutes. Omega-3 bekommt man am besten über die Nahrung. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht zielführend. Mit dem Verzehr von gesättigten Fettsäuren geht man kein gesundheitliches Risiko ein. Ganz im Gegenteil. Ein Hinweis noch zum Thema künstliche Ernährung, was zurzeit im Zeitalter von Corona, zu Zeiten von Corona an Bedeutung gewinnt. Was Patienten, die selbst nicht essen können, in den Magen geleitet wird, ist Glucose und ranziges Pflanzenöl. Dieses Höllengemisch schadet mehr, als es nutzt und es führt bei vielen Patienten zu ernsten Leberschäden.
Eine Information, die gerade von Diet Doktor reinkam, ist zu entnehmen, dass Menschen, die während ihrer Corona-Infektion durch die künstliche Ernährung im Krankenhaus hohe Blutzuckerwerte entwickelten, 42% starben. Nochmal, 42% der Menschen, die ins Krankenhaus mussten und die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion hatten und deswegen künstlich ernährt wurden, starben. Und da ist die Frage, ob sie an dem Virus starben oder an der künstlichen Ernährung oder einer Kombination aus beiden. Bei den meisten Corona-Toten gab es Vorerkrankungen, die den Verlauf der Krankheit negativ beeinflusst haben. Aber von diesen Menschen, von diesen 42%, die ich eben erwähnt habe, hatte keiner eine Vorerkrankung. Auch bei einer künstlichen Ernährung ist Low Carb, der kohlenhydratreichen Ersatznahrung, vorzuziehen. Die Patienten überstehen die Zeit ihrer künstlichen Ernährung und Beatmung besser und schneller. Ein Argument, das dagegen angeführt wird, ist, dass die künstliche Low Carb-Nahrung schwer herzustellen ist, aber alles, was man dafür braucht, ist eine Küche oder noch nicht mal eine Küche, ein Mixer und ein paar Dutzend Eier. Und schon hat man seine Low-Carb-Ersatznahrung. Eine naturbelassene Low-Carb-Ernährung verbessert die Gesundheit und das Immunsystem in kürzester Zeit. Und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig in diesen verrückten Zeiten. Das Motto heißt also, weniger Kohlenhydrate, weniger oder noch besser, keine Pflanzenöle, mehr Eier, mehr Fleisch, mehr Fisch. Ich wünsche euch gute Gesundheit. Tschüss und bis bald.